Welche Bücher begleiten mich durch den Mai? Hier kommt meine Leseliste für den Mai. Die wird diesmal allerdings etwas anders als gewohnt. Inwiefern, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Bleibt gerne dran. Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr auch bei diesem Video wieder mit dabei seid. Der Mai ist angebrochen. Neuer Monat heißt neue Leseliste, neues Want to Read. Und das erspiele ich mir eigentlich immer mit meinen Suborakelkarten, mit Spielkarten, die ich selbst beschriftet habe, mit gewissen Aufgaben, mit gewissen Genres und so weiter und so fort. Allerdings setze ich diesen Monat mit dem Suborakel aus, weil. Aus zwei verschiedenen Gründen. Erstens, ich habe schon wieder viel zu vieles angefangen. Zweitens, es sind Bücher offen, Rezensionsexemplare und auch Leserunden. Deswegen steht der Mai ganz im Zeichen des Bücherbeendens. Ich bin umringt von verschiedenen Büchern, die ich angefangen habe oder anfangen will, und die zeige ich euch jetzt. So, womit fangen wir denn an? Wir fangen an mit einem Buch, das ich gerade lese. Von Diana Gabaldon, Das Meer der Lügen, ein Lord John Roman. Das ist die Neuausgabe dieser Spin-off-Reihe von Outlander, und das Buch ist Ende März, Anfang April erschienen. Habe es mir natürlich im April gleich gekauft und lese das Buch jetzt eigentlich gemeinsam mit Leo von Dunkelbunte Träume. Wir sind halt einfach riesengroße Outlander-Fans, deswegen werden wir alles lesen, was aus diesem Universum kommt. Das hier sind, diese Lord John Romane sind historische Krimis, die Lord John als Protagonisten haben. Lord John ist ja eine sehr geliebte Nebenfigur aus Outlander. Jamie und Claire kommen hier drinnen, soweit ich das bisher beurteilen kann, nicht vor. Und ja, so ganz gecatcht hat es uns noch nicht. Also wir sind jetzt auch nicht ewig weit, aber irgendwie lesen wir halt auch nicht weiter. Wir haben die ersten zwei Abschnitte gelesen und irgendwie, ja, ist es mit der Lesezeit ein bisschen schwierig einerseits. Andererseits ist das Buch auch noch nicht so, dass ich sagen würde, yay, Outlander, ich muss es lesen, ich muss es wissen. Außerdem hätte ich auch hierzu gerne ein Hörbuch, weil ich eben auch die anderen Outlander-Bücher immer zumindest einmal gehört habe. Und dann eben entweder nochmal gelesen oder auch noch nicht gelesen. Ein Reread der ganzen Reihe wäre mal toll, aber wir hatten die Zeit dazu. Ja, jedenfalls geht es hier um einen, was steht denn hier drinnen hinten drauf? Ja, im Endeffekt geht es hier darum, dass Lord John damit beauftragt wird, einen Mordfall aufzuklären, der innerhalb der betroffen ist, ist ein Armeesoldat, der irgendwie ein Spion sein könnte, gewesen sein könnte. Dann geht es um den Mann, der auf ihn angesetzt war, um ihn zu beschatten. Dann geht es um den Mann, der Lord Johns Cousine heiraten soll und der auch nicht ganz okay zu sein scheint. Und ja, hier steckt eben Lord John mittendrin in den Ermittlungen. Bin auf Seite 90, noch kann man nicht so viel sagen, aber bisher hätte ich mir mehr erwartet. Leider. So, das lese ich gerade. Dann lese ich außerdem gerade ein Rezi-Exemplar. Und zwar, ups, dass man das auch sieht. The Happiness Blueprint, Liebe und andere Baustellen, ein Roman von Ellie Zetterberg aus dem Rowohlt Polaris Verlag und übersetzt von Nora Petrol. Das hier natürlich wie immer übersetzt von Barbara Schnell, das ist die Haus- und Hofübersetzerin von Diana Gabaldon auf Deutsch. Nur der Vollständigkeit halber, Fans wissen das, ohne nachschauen zu müssen. Und hier, das hier ist ein schwedischer Liebesroman, und den hat mir der Rowohlt Verlag angeboten, und da habe ich doch gleich ja gesagt. Er ist in einem unglaublich netten Bloggerpaket gekommen, und ja, mal was anderes habe ich mir gedacht. Mit diesem richtig schönen blauen Buchschnitt. Und hier geht es um Clara. Zu Beginn des Buches wird Clara von London nach Hause, nach Schweden, nach Malmö zitiert, weil ihr Vater Krebs hat. Es klingt alles schlimmer, als es ist.
Das ist sehr früh festgestellt worden. Er ist erfolgreich operiert worden, muss halt jetzt aber auf Reha, damit er wieder völlig gesund werden kann. Also Glück im Unglück gehabt, aber es muss jetzt jemand zu Hause sein, der für ihn in der Zeit dieser Reha seine Firma führt. Das ist eine Baufirma und da soll eben Clara jetzt die Chefin spielen. Und sie hat natürlich absolut keine Lust und keinen Plan und kein gar nichts von dieser Firma. Sie ist zwar mit dieser Firma irgendwo aufgewachsen, aber fachlich keinen Tau. Und gleichzeitig geht es hier um Alex. Seine Sicht ist ein bisschen schwermütiger. Er hat seinen Bruder vor einem halben Jahr verloren. Und sein Bruder war gleichzeitig sein bester Freund. Und seitdem ist sein Leben so über ihm zusammengebrochen. Und er will rausfinden, was beim Unfalltod seines Bruders wirklich passiert ist und hat sich deswegen in den Kopf gesetzt, eine Zeugin zu finden und steht deswegen jede Nacht an einer spezifischen Kreuzung, um diese Frau hoffentlich wiederzufinden, wo die an besagter Nacht gestanden ist. Und ich bin hier auch noch nicht sonderlich weit, Seite 64, also die beiden werden dann irgendwie noch aufeinandertreffen. Ich gehe mal davon aus, dass Alex in Claras Firma oder in der Firma von Claras Vater zu arbeiten beginnen wird und die beiden so aufeinandertreffen. Momentan ist es noch ein bisschen schwermütig, ein bisschen, ja, okay. Aber nicht schlecht, aber auch noch nicht so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt unbedingt weiterlesen. Also es schreckt mich nicht ab, es catcht mich aber auch noch nicht voll. Außerdem angefangen habe ich dieses Buch, Hunting Prince Dracula, Die gefährliche Jagd von Carrie Maniscalco und übersetzt von Diana Bürgel. Ich habe im April Band 1 beendet und wollte dann gleich Band 2 nachschießen, weil ich so drinnen war in dieser Zeit, in dieser Geschichte, in dieser Art zu erzählen, im Leben der Protagonistin Audrey Rose. Und da dachte ich mir, ja, machst du doch gleich weiter, wenn du schon dabei bist. Und ich höre diese Reihe als Hörbücher, will sie natürlich trotzdem im Regal stehen haben, weil. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe keine Ahnung, worum es in dem Buch geht. Das kann jetzt daran liegen, dass ich einfach aktuell keine Hörbuchkapazitäten habe im Kopf, dass ich, während ich Hörbuch höre, einfach nicht zuhöre. Das, glaube ich, ist momentan mein Hauptproblem. Gleichzeitig verstehe ich aber nicht, warum ich dieses Problem beim ersten Band nicht hatte. Ja, vielleicht ist dieser Band was für mich zu lesen. Ich wäre mit dem Hörbuch schon über der Hälfte gewesen. Ich verstehe es nicht. Ich muss hier tatsächlich nochmal von vorne anfangen, weil ich null Ahnung habe, worum es hier geht. Natürlich habe ich verstanden, dass Audrey Rose gemeinsam mit Thomas Creswell, den wir im ersten Band schon kennengelernt haben, unterwegs ist nach Rumänien. Dort soll sie auf eine Akademie aufgenommen werden. Ja, eine Schule für Gerichtsmedizin steht hinten drauf. Eine sehr renommierte Schule für Gerichtsmedizin, aber da muss sie erst die Aufnahmekriterien erfüllen. Sind dann mehrere angehende Studenten dort, sie ist eine davon und nur zwei von denen werden genommen. Und dann gibt es mysteriöse Todesfälle, zwei an der Zahl. Und wie diese Toten umgekommen sind, ist schon sehr auffällig. So viel habe ich mitbekommen. Aber teilweise sind da dann plötzlich Charaktere da oder nicht mehr da oder suspekt oder nicht mehr suspekt, wo ich überhaupt nicht weiß, wie das zustande gekommen ist. Also ich möchte wissen, ich möchte die Geschichte ja wissen, ich möchte die Geschichte ja kennenlernen, ich möchte sie erfahren, ich möchte miträtseln. Und das hat mir im ersten Band total gut gefallen und wenn ich hier mit dem Hörbuch nicht reinkomme, dann werde ich es eben lesen, aber wann ist halt die Frage. Aber auch hier stecke ich eigentlich mittendrin in der Geschichte und müsste nur weitermachen. So, das sind mal die angefangenen Bücher. Dann habe ich noch ein Rezi-Exemplar aus dem Knauer Verlag bekommen von Henriette Krohn, Frühling, Sommer, Herbst und Du. Ein unfassbar toll frühlingshaftes, sommerliches Buch. Und
Auch das will ich natürlich im Mai jetzt unbedingt lesen, weil Rezi-Exemplar. Hier geht es um Maya. Sie hat Liebeskummer, ihr neuer Freund Matthias entpuppt sich als Betrüger, zerstört ihren Traum vom eigenen Brautmodengeschäft. Und dann findet sich Maya auch noch mittendrin in einem Shitstorm wieder. Männlicher Protagonist ist hier Alex. Mit seiner Verlobten Laura lief eigentlich alles bestens, bis ein schottischer Kilt seine komplette Lebensplanung, seine Hochzeit ruiniert. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und im Endeffekt landen Maya und Alex dann auf einem Roadtrip in Richtung Spanien. Sie steigen in einen VW-Bus und da wird aus der Auszeit eine emotionale Reise in die Vergangenheit. Denn Alex war Mayas Jugendliebe und sie haben sich vor 13 Jahren getrennt. Also eine Second Chance Love Story, die mit einem Roadtrip verbunden ist, die mit traurigen Vorgeschichten verbunden ist, die offenbar mit einem schottischen Kilt irgendwie verbunden ist. Also ich freue mich sehr auf diese Geschichte. Ich weiß, dass Sie schon einige gelesen haben. Ich freue mich riesig drauf. Und ja, ich denke, da ist jetzt der Frühling eine super Gelegenheit, dieses Buch gleich wegzulesen. Will ich natürlich unbedingt im Mai jetzt machen. Noch ein Rezi-Exemplar, das ich unbedingt gleich im Mai lesen will, sonst hätte ich es nicht angefragt, ist von Emily Henry, Funny Story. Zwei Fremde, eine Gemeinsamkeit und der Beginn eben einer Funny Story. Ich weiß über dieses Buch nicht viel. Aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Naumann und Silke Jellinghaus steht hier. Es geht hier um Daphne und um Miles. Die landen irgendwie auf Umwegen in einer gemeinsamen WG und er ist der Ex-Verlobte der Frau, für die Daphne gerade verlassen wurde. Also ihre jeweiligen Ex-Partner sind jetzt zusammen und die beiden treffen mit Liebeskummer aufeinander. Ja, recht viel mehr muss ich bei Emily Henry gar nicht wissen. Ich fand Booklovers Anfang des Jahres richtig, richtig toll. Ich habe auch noch ein anderes Buch von ihr schon gelesen. Wie hieß denn das? Ich glaube, auf Englisch war es Beach Read. Wie heißt denn das auf Deutsch? Ich blende es euch auf alle Fälle ein. Das fand ich nur so mittelprächtig, aber das letzte jetzt war so mega gut, dass ich auf alle Fälle nochmal was von ihr lesen will. Und als ich bei NetGalley gesehen habe, dass es dieses Buch gibt, habe ich natürlich gleich angefragt und es auch bekommen. Emily Henry erscheint auf Deutsch im Knauer Verlag und auch das wird wieder sicher, wenn bei Emily Henry Funny Story draufsteht, dann wird es was zum Lachen. Da habe ich absolut keine Sorge. Ihr Schreibstil ist toll, ist flüssig, ist lustig, unterhaltsam und gleichzeitig schafft sie Charaktere, die nicht so flach sind wie oft in anderen Liebesgeschichten. Die haben wirklich, da ist Fleisch dahinter, da ist eine Geschichte dahinter, da ist einfach auch Emotion, Tiefgang, Grauzonen, Vielschichtigkeit, da ist alles da, was ich beim Lesen haben will. Und wenn der Unterhaltungsfaktor dazu auch noch passt, dann freue ich mich umso mehr. Dieses Buch wird mich dieses Monat auf jeden Fall auf meinem E-Reader, auf meinem Pocketbook begleiten. So, das sind jetzt mal die angefangenen Bücher und die Rezi-Exemplare. Blödsinn, die angefangenen Bücher beinhalten auch noch ein Buch, zu dem ich euch noch fast gar nichts sagen kann, das ich jetzt im Mai aber unbedingt endlich beenden will und auch auf meinem Pocketbook lese. Und zwar ist es ein E-Book vom Autorinnen-Duo Michelle C. Ahrens, das ich zum Beta-Lesen quasi zur Verfügung gestellt bekommen habe, das erst erscheint und in das ich mal reinlesen darf und zu dem ich meinen Senf dazugeben darf. Und das will ich jetzt unbedingt im Mai endlich machen. Conny, an dieser Stelle, es tut mir leid, dass das so lange dauert. Das Buch wird jetzt nicht mehr länger liegen. Das wird jetzt weggelesen. So, jetzt sind es aber wirklich alle Rezi-Exemplare. Und es folgen noch Bücher, die ich im Buddyread eigentlich lese. Ein Buch, das ich im April angezettelt habe, das ich mit Caroline gemeinsam lese und das ich immer noch nicht angefangen habe. Von Alex Bär, Felix Blom, der erste Band, Der Häftling aus Moabit, erschienen im Limes Verlag, ein Krimi, ein historischer Krimi. Ein Buch, das seit mittlerweile bald 2 Jahren bei mir am Sub versumpft und das jetzt dringend gelesen werden soll.
Felix Blom ist ein ehemaliger Gauner. Er wird aus dem Gefängnis in Berlin-Moabit entlassen im Jahr 1878. Und da steht er vor dem Nix. Er hat keine. Sein Hab und Gut wurde gepfändet und seine Verlobte ist mit einem Neuen liiert. Und damit er nicht wieder ins Verbrechen quasi abrutscht, hat er eine Idee gemeinsam mit einer ehemaligen Prostituierten, das ist die Mathilde. Sie gründen eine Privatdetektei und die läuft am Anfang ziemlich schleppend an. Und der erste Fall führt die beiden auf die Spur eines mysteriösen Mörders, der seinen Opfern Briefe mit der Botschaft zukommen lässt, binnen 30 Stunden musst du eine Leiche sein. Die historischen Krimis von Alex Behr beruhen auf einem wahren Ausgangspunkt. Das sind meistens Zeitungsartikel, irgendwas Altes, irgendeinen Schnipsel, den sie wo gefunden hat und diese Geschichte spinnt sie weiter. Und das finde ich mega, mega toll. Und dieses Buch liegt einfach schon viel zu lange rum und das wollte ich eigentlich jetzt im April schon lesen und deswegen soll es jetzt im Mai endlich folgen. Gleiches gilt für ein Buch, das wir auf unserer Büchertanten-Leserundenliste für den April hatten, das wir jetzt auch in den Mai mitziehen. Und das ist ebenfalls ein historischer Krimi. In Zeiten des Verbrechens von Frank Goldammer, das ist Max Hellers erster Fall. Hier sind wir im Jahr 1917. Es geht eben um Max Heller. Er war Soldat, kommt aus dem Krieg schwer verletzt zurück und versucht in seiner Heimatstadt Dresden zurück ins Leben zu finden. Aber 1917, wir wissen, das war damals alles andere als eine einfache Zeit. Arbeitslosigkeit, Chaos, Hunger, Gewalt. Und da droht der junge Max Heller in die Kriminalität abzurutschen, wenn da nicht sein gestrenger Großvater wäre, ein Kriminalrat außer Dienst und eine junge Frau namens Karin. Im Endeffekt geht es in diesem ersten Fall dann darum, wie es dazu kommt, dass Max Heller Ermittler wird was ist er denn dann in den anderen Büchern? Er wird Polizist im weitesten Sinne. Und das ist zwar genau genommen eigentlich schon der achte Band einer Reihe, beziehungsweise es gibt 7 Bände in der Max-Heller-Reihe und das ist quasi das Prequel dazu. Das heißt, ich hoffe, ich spoilere mich nicht auf die anderen Bände, aber chronologisch, nicht nach Erscheinen der Bücher, aber chronologisch im Sinn der Jahreszahlen, wäre das ja das erste Buch. Deswegen, auch dieser historische Krimi soll im Mai gelesen werden. Ja, Beate, da hast du wieder was vorgenommen. Das sind jetzt 2 historische Krimis, eigentlich 3, wenn man den dazu rechnet. Den habe ich zumindest angefangen. Genau genommen ist auch das ein historischer Krimi. Und diese beiden Liebesromane und auch noch die beiden E-Books ebenfalls Liebesromane. Das sind jetzt 8 Bücher, die ich im Mai beenden wollen, sollen, würde. Ja, sportlich, liebe Beate. Alles wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, aber ich hoffe das Allerbeste. Wenn ihr eins dieser Bücher schon kennt, schon gelesen habt, bitte schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bitte motiviert mich zu lesen. Gerade auch da, ich bin extrem gespannt auf die Geschichte, aber irgendwie, ich weiß nicht, warum das mit dem Hörbuch nicht geklappt hat. Es gibt einfach so Phasen, da ist das geschriebene Wort einfach besser zu verstehen und dann gibt es wieder so Phasen, da gehen Hörbücher einfach besser als geschriebene Bücher. Ist bei mir einfach, ja, je nach Tagesverfassung, je nach Lust und Laune. Ich werde jedenfalls im Mai hoffentlich ganz, ganz viel Lesezeit haben. Ich habe 2 verlängerte Wochenenden und wir sind auch einmal ein verlängertes Wochenende unterwegs nach Wien, sprich ich habe dann auch Zeit im Zug, um zu lesen, hoffentlich. Und das sind ja jetzt nicht die mega schweren Bücher, ich hoffe, irgendwas davon werde ich schon schaffen. Das ist jetzt mal eine andere Form der Leseliste, das ist
die Aufarbeitungsleseliste, sowas wird wahrscheinlich bei mir jetzt immer mal wieder zwischendurch kommen, weil ich mir einfach viel zu viel vornehme. Aber ihr kennt das wahrscheinlich auch. Es gibt einfach zu viele gute Bücher, die man am besten alle gleichzeitig lesen will. Und dann kommen noch mehr gute Bücher und dann zieht man irgendwas dazwischen und schon ist das Chaos perfekt. Aber meine Leselisten sind ja zum Glück nicht starr und ich versuche mir da auch keinen Druck zu machen. Dass ich jetzt so viele Rezi-Exemplare da habe, ist bei mir eher eine Seltenheit. Also das sind jetzt mit dem Beta-Lesebuch sind es jetzt 4 Stück. Das ist für mich schon mega viel. Also da wird dann auch in nächster Zeit wieder weniger einziehen in diese Richtung. So, wie gesagt, wenn ihr Bücher davon kennt, bitte schreibt mir gern eure Meinung dazu in die Kommentare, motiviert mich gern und schreibt mir gern, auf welches Buch ihr euch diesen Monat schon sehr, sehr freut, welches ihr euch unbedingt als nächstes vornehmt. Dann wünsche ich euch ganz viel tolle Lesezeit im Mai, hoffentlich freie lange Wochenenden, hoffentlich schönes Wetter zum draußen lesen und zum Sonne genießen und vor allem ganz viele gute Bücher wünsche ich euch. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, Servus.